So, weiter geht's mit Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter mit Trauer und Vergeltung. Wir sind zu Natti. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen mit Poppy gesprochen. Haben sie Taurin kennengelernt. Sie ein bisschen verärgert. Oh, wie cool ein Hippogreif. Oh, wie cool ein Hippogreif. Warte mal. So schön sein. Das ist doch nicht mal mit Absicht. Ja gut, die verschwinden natürlich jetzt. Ja, weil da ist ja jetzt egal. Wir müssen jetzt gerade mal nur. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Genau, den Altar haben wir noch hier in der letzten Folge gemacht mit dem Drachen. Und 2 von 5 gefunden. Wir sollen jetzt erstmal auf jeden Fall zu Nati. Ja, ich habe euch gesagt, wie gesagt, in der letzten Folge erzählt, dass ich jetzt quasi demnächst in Urlaub fliege. Heute ist Sonntag. Und doch, Sonntag ist richtig, ja. Und dass ich jetzt deswegen ein bisschen vorbereiten bin, nicht nur bei Hogwarts Legacy, sondern auch FIFA. FIFA ist durch. Genauso wie Need for Speed Unbound. Und jetzt geht es erstmal wieder weiter mit Hogwarts Legacy. Und am Montag geht wahrscheinlich auch Assassin's Creed endlich wieder weiter. Weil ich am Sonntag frei habe und es wahrscheinlich ein bisschen nutzen kann. Material. Ich frage, ich kann wahrscheinlich nicht hier rein, oder? So, die Natti steht sogar hier. Oh, die steht hier hinterher. Und ich komme jetzt hier nicht rein, oder was? Warte mal kurz. Habe ich da irgendwas in der Nähe, wo ich jetzt gerade mal hin mich porten kann? Ja, habe ich. Ich muss gerade sagen, es sieht schon geil aus. Warte mal, ist die Truhe, ne? Die ist unter uns, oder? Scheiße. Tatja, nee, ist unter uns, ja. Aber wir warten erstmal hier auf Nati. Aber auf jeden Fall auf Nati ist richtig. Ah, ich wollte noch mit dir sprechen. Jupp. Unglaublich, dass wir den Erschwinderinnen entkommen sind. Du bist übrigens Gesprächszimmer Nummer 1 in der Schule, seit du mich gerettet hast. Ich frage mich, woher alle davon wissen. Ich habe es meiner Mutter erzählt, in der Hoffnung, dass sie mir das Ganze eher verzeihen würde, wenn es von mir käme. Sie hat es wohl anderen Professoren erzählt. Sowas spricht sich schnell rum. Leider war sie sogar noch weniger nachsichtig, als ich gehofft hatte. Ja, sollte aber trotzdem stolz sein. Wenn du darüber wüsste, was du getan hast, wäre sie bestimmt stolz. Oh, wenn sie wüsste, was ich alles getan habe, würde sie mich nie mehr aus den Augen lassen. Tut mir leid. Hat Officer Singer irgendwas mit unseren Beweisen gemacht? Nein. Harlow ist stark wie eh und je. Jemand muss ihn aufhalten. Ob nun wir oder Officer Singer. Wenn jemand Monster wie ihn im Matabeleland gestoppt hätte, würde mein Vater noch leben. Was genau ist mit deinem Vater passiert? Es war ein schöner Tag. Meine Mutter kümmerte sich um einen kranken Nachbarn. Und so galoppierten mein Vater und ich durch die Savanne. Galoppiert? Dein Vater war auch ein Animagus, nehme ich an. Er konnte sich in eine prächtige Giraffe verwandeln.
Er trug mich auf dem Rücken und ich hielt mich an seinem Hals fest. Wir waren auf dem Heimweg, als wir eine Gruppe von Banditen überraschten. Sie kam aus unserem Dorf. Einer sah mich, als er gerade das Tuch vom Gesicht nahm. Er schrie und zielte dann mit seinem Gewehr. Er wollte nicht, dass du ihn identifizierst. Genau. Mein Vater krümmte seinen Hals, um mich zu schützen. Und wurde getroffen. Als er fiel, nahm mein Vater wieder menschliche Gestalt an. Als die Banditen das sahen, rannten sie panisch davon. Magie machte ihnen Angst. Und dann war er tot. Und das war meine Schuld. Deine Schuld? Wie meinst du das? Er starb, um mich zu schützen. Wäre ich fähig gewesen, mich selbst zu schützen, wäre er heute noch am Leben. Meine Mutter und ich versuchten, ohne ihn weiterzumachen, aber es wurde uns dort zu viel. Ein paar Jahre später zogen wir nach Schottland. Ach Mann, das tut mir alles so leid. Es tut mir leid, was du durchmachen musstest, Nati. Dein Vater war bestimmt außergewöhnlich. Das war er. Wahrhaft außergewöhnlich. Danke für die lieben Worte. Wir tragen alle eine Last. Mein Vater hatte dazu ein Sprichwort. Ja, ich erinnere mich. Der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Ganz genau. Bald bereiten wir den Erschwinderinnen ein Ende. Und Harlow nehmen wir uns als erstes vor. Und wenn er weg ist, werden wir uns um Rookwood kümmern. Wir machen Fortschritte. Wir werden erfolgreich sein. Ich denke mal, Rookwood wird wahrscheinlich der Final Boss sein. Du verdienst all das Lob, das du bekommen hast. Da bin ich mir eigentlich mehr oder weniger fast sicher. So, was haben wir denn jetzt noch? Da ist irgendwo weitere Herausforderung. Ich guck mal gerade, was Auftrag war's. Ey, ich kann die dritte Hüter prüfen. Toll. Das heißt, die Nummer müssen wir noch nicht. Also wir haben jetzt eigentlich noch nichts geschissen bekommen. Oh, warte mal, das war's. Ist irgendwo da rechts. Da oben. Der Hauptquartier-Architekt. Okay, dann war das. Also, das habe ich ja mehrmals schon gesagt. Ich finde es sehr, sehr schade, dass die Punkte leider sich nicht immer weiter ändern. Das quasi Handeln, was wir so von uns geben und machen und tun und wie auch immer, dass das keine Konsequenzen hat. Finde ich persönlich sehr, sehr schade. Thema Hauspokal und so eine Nummer. Oh, warte mal, das ist wieder was. Hier ist das. Stimmt, das Wappen. Nummer 3 von. Oh, da ist wieder was, ne? Guck mal, das ist wieder ein tatanischer Schlüssel. Das war jetzt auch nur Zufall, dass ich gefunden habe. Ich glaube, da habe ich wieder zwei. Klappe. Na, jetzt haben wir wieder ein bisschen was geschafft. Also sind noch 50 offiziell. Quatsch, nicht 50, 47. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir noch überhaupt denn noch was verfügbar jetzt an Abbusen? Wir haben 100 noch. Wir haben noch 9 Dings. Ein Astronomie-Altar. 101 Handbuchseiten. Sammlungstruhen haben wir noch 24. Nein, das wird aber kein 100% Let's Play. Klar, irgendwie sagen viele, ist es mal was anderes, gerade was das Thema mit so 100% Dinger. Ja,
Es ist reizvoll, es ist interessant, ja. Aber das bin ich nicht. Klar, man kann mir immer wieder irgendwelche Dinge vorschlagen, immer irgendwas sagen, hier kannst du nicht mal und wäre cool und hast du nicht gesehen. Aber in erster Linie entscheide ich natürlich, wie ich meinen Kanal zu führen habe. Was ich genau für Projekte spiele und. Ich spiele meistens immer das, ich spiele eigentlich immer das, worauf ich Bock habe. Man kann mir den gewisser vorschlagen, ich denke, oh, das könnte vielleicht was anderes sein. Aber in erster Linie bin ich jemand, der gerne selber ein bisschen was entscheidet. Ne? So, jetzt muss ich gerade gucken. Kann ich hier runter? Ja. Wow. So, Handflug. Gutes Wetter für einen Besen. Nicht nur Besen. So, gut. Wo müssen wir denn da hin? Och ja. Och ja, warte mal. Natürlich. Das Ding ist ja unten. Halt, ich muss hier hoch. Ach ja. Golesch! Na gut. Da wir jetzt eh nicht mehr weiterkommen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann machen wir weiter mit der nächsten Mission und zwar mit dem Porträt von Professor Fitzgerald in der Kartenkammer. Dann geht's Richtung dritte Hüterprüfung. Bis dann. Tschüss.